Hey Leute, willkommen zurück zu Infestation Survivor Stories. An meiner Seite mein treuer Gefährte und Freund und... Ihr hört's. Bei mir wird nebenbei gebohrt, ich drehe durch, unter mir ist eine Baustelle und ich hoffe, die Schweinebacken hören mich. Weil ich bin so am Motzen, weil die bohren und das nervt und... Ah. Johann, nee, jedenfalls, genau. Dahin. Genau. Ja, wir wollten so ein bisschen offscreen mal was prüfen gehen, weil uns ja der, in der letzten Aufnahme habt ihr gesehen, dass wir reichlich beschenkt wurden. Nochmal recht herzlichen Dank an dir. Und er sagte ja, wenn wir eine Sniper haben wollen, in, wie heißt die Stadt nochmal? Campus. Campus, genau. Bei dem Hubschrauber. Auf dem Loothaus. Auf den, entweder im Loothaus oder oben auf dem Loothaus beim Hubschrauber, wo eine Kiste spawnt. Da sagte er, wenn da eine Kiste spawnt, ist da auf jeden Fall eine Sniper drin. Und ja, das wollten wir jetzt mal prüfen gehen. Hä, wie lade ich denn nach? Wir sind in der Safety, wir können hier nicht nachladen. Ach so. Übrigens, ich unterhalte mich gerade mit einem anderen Spieler. Und zwar, der ist aus Belgien, heißt Jochen 1985. Das bedeutet, der ist jetzt gute 29 Jahre alt. Er sagt das auch. Ja, wer viel Loot hat, wird gebannt. Ja, siehst du, also müssen wir jetzt schnell alles wieder verballern. So. Übrigens, ich habe mir ein ACOG-Visier draufgeklatscht mal. Und ein Vordergriff. Ja. Warum, weiß ich nicht. Aber es schaut schön aus. Ah, das Gebohre, Leute. Ich hoffe, ihr hört das nicht, weil dann habt ihr es echt gut, weil ich höre einfach die ganze Kacke und das geht mir so übelst auf die Nerven. Also ich höre es gerade nicht. Ja, jetzt sind sie auch gerade ruhig, weil sie mich wahrscheinlich meckern hören. Ja, wir latschen jetzt nach Campus rein. Und wir, das heißt, wir müssen etwas mehr da lang. Oder wo gehen wir hin, Daniel? Riffle Ridge? Das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von hier. Nee, hier so. Okay, dann laufen wir auf dem Weg hier. Dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir Essen und Trinken finden müssen. Ja, du sagst, was mein Trinken ist. Es blinkt schon so leicht rot. Ja, naja, noch geht's bei mir, aber ich habe nichts. Ja, wir könnten Schlenker nach. Nichts mit jetzt höre ich's bohren. Alter, ihr kleinen Kacklappen, seid ihr mal langsam ruhig da unten. Ja. Entschuldigung, da ich reg denken, mich nicht auf. Da könnte man denken, du hast Papierwände, ne? Nee, das ist im Erdgeschoss und unter mir, da wo ich wohne, ist ein Nagelstudio. Ob man es glaubt oder nicht, ich wohne über einem Nagelstudio. Ich bin der beste Kunde, nein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, komm. Nur pink und lila dürfen lackiert werden. Und ein schönes Bordeaux. Ein Weinrot. Schau mal, da vorne ist doch ein Haus, eine Scheune. Ja. Da gehen wir hin, oder? Komm zur Scheune. Hey, ho, juhu, haha. Oh Gott, das wird ein weiter steiniger Weg. Und wie ihr merkt, ist es hier nicht so wie bei Daisy Epoch, wo wir 200 Stunden am Stück aufnehmen. Sondern für Station, da sollte man... Das ist wie ein gutes Medikament. Es hilft in Maßen. Ja. Wenn du zu viel nimmst, liegst du sterben in der Ecke. Und so ist es auch mit Infestation. Zockst du zu viel, dann stirbst du nur noch und dann bringt das alles nichts mehr. Ach nee. Ah, oh, ich muss dir mal kurz antworten. Jetzt könnte man denken hier, man ist in Deutschland, ne? Hier so das Feld da. Die offene Stelle. Und da hinten da so die Wiese da. Ja, typisch Deutschland, Ackerfeld halt, ne? Ja. Alles Bodacken hier. Also Bauernkartoffeln, ja, ne? Hier. Na Quatsch. Nichts geht über Deutschland. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin Ausländer. Und als Ausländer muss ich sagen, Deutschland ist eine coole Sache. Aber, naja, meine Meinung zu diesen Steinhaufen kennst du ja, ne? Ja, kopiert, gedreht und nochmal hinplatziert. Nee, guck mal darüber hier, wo ich jetzt hingucke. Oh nein, die schauen ja alle gleich aus. Oh mon Dieu, die haben sie ja nicht mal gedreht. Tja. Doch ein bisschen. Da haben sie sich echt, da haben sie einen Steinhaufen entwickelt und den haben sie dann auch noch hier massenweise irgendwo hingeklatscht. Das ist wie bei mir jeden Morgen, wenn du die Toilette schaust, ist auch immer der gleiche Scheißhaufen. Das glaube ich nicht. Du, glaub mir, die Wurst, die verändert sich nicht, die bleibt braun.
Das vielleicht, aber nicht das Aussehen. Okay, okay. Ich höre ja schon auf. Du wirst schon wieder eklig. Ja, du hast doch angefangen, jetzt gibt's doch mal wenigstens. Ich hab gesagt, da diese Steinhaufen. Ja, die Steinhaufen, du wolltest was ganz was anderes sagen, da bin ich mir ganz sicher. Ich hab nicht Kackhaufen gesagt. Aber wieso musst du nur so lachen bei Kackhaufen? Das ist doch ganz normal, ne? Kommt da aus ihren Arsch. Aus deinem besonders viel. Ja, und du bist ja der mit der Verstopfung immer, ne? Ja, genau. Lass uns mal Trecker fahren hier. Wo ist denn deine Mutter? Ja, steig auf. Hey, Kleiner, wo ist deine Mutter? Von Trecker überfahren. Wo ist dein Vater? Von Trecker überfahren. Was machst du? Trecker fahren. Gott, ist das scheiße. Ja, ne? Oh, ich davon höre... Davon ist ein Zombie. Ombi, komm her, du kriegst meinen Hammer. Hammer. Oh, wir sind nicht in der Gruppe, wir sind nicht in der Gruppe. Du hast mich geschlagen. Warte, ich lade dich an. Wo bist du? Daniel, es tut mir so leid. Ja, das Geld war meins. Der Zombie hat mir extra jetzt Geld gegeben, weil ich dich hingefasst hab. Das war Entschädigung, weil du mir gerade gehauen hast. Der Zombie wollte es. Oh, da hat er Geld. Oh ja, $40,000. Ja, geil. Ja. Ja, okay, hast recht. 3,70 €. 3,70 €, Alter. Wie viel bist du wert, oder was? Golfschläger, den nehme ich mal mit, weil ich muss unbedingt Nahkampfwaffen sammeln. Ich habe fast keine Nahkampfwaffen. Oh, und ich habe einen kleinen Rucksack. Was ist das denn für eine Verarsche? Ey, hier war ich übrigens letztens mit dem Orca auch gewesen. Ich weiß. Ach du Scheiße, Daniel, Hilfe! Na, ich habe selber hier. Oh, Geld. Jetzt fall um, du scheiß Vieh! 32.000. Geld. Ja, am Arsch, $48. Nur die Nullen musst du wegdenken. Tja. Dann sind es bloß noch 32.000. Na, wenn ich an dich denke, denke ich grundsätzlich an Nullen. Hahaha. Der war auch nicht schlecht, wa? Dann hab ich gar nicht zugehört. Ja, komm, Alter. So ein Arsch, der Spruch war gut. Ich hab hier Schönes gefunden für dich. Eine volle Windel? Nee. Salbe. Du hast so einen wunden Arsch, ne? Hier ist Salbe. Willst du mich verkackern? Wunden Arsch, Alter. Wenn ich mit dir fertig bin, hast du einen wunden Arsch. Dann schaut er aus, als... Na, ich möchte nicht weiterreden. Das könnte jetzt noch in die falsche Richtung aufgefasst werden. Oh, du kleine, miese Zombie-Porno-Drecksau-Zombie. Das so. Ist Zombie schon? Ja. Der Meisen, nehme ich mal mit. Salbe. Oh, so. Daniel, hier ist ein bisschen Salbe für deinen geilen Hintern da. Nee, das kommt jetzt nicht mal gut, weil ich das schon... Ach stimmt, du stehst ja ohne Gleitcreme, ne? Da stehst du ja drauf. Oh, ein Butterfly. Das werde ich dir gleich Anlauf irgendwo, statt Gleitgel, meine Freunde. Werde ich dir gleich irgendwo reinrammen. Ja, hättest du wohl gern. Aufpassen, mir könnte es noch gefallen. Jawohl, ich habe was Cooles gefunden. Nein, Rucksack ist voll. Okay, irgendwas Unwichtiges wegschmeißen. Nee, dann komm, ich komme ja schon. Hau ab, ich will dich nicht mehr. Doch, ich will das haben. Warum gib's mir? Geh weg. Ah, eine Nagelpistole. Ah, ein Schläger nehme ich auch. Und ach, Leuchtpistole, dann gut. Ach, das juckt die Zombies gar nicht, dass hier so eine Fackel lichterloh brennt. Ist doch hellig am Tage. Daniel? Ja? Warst du schon im Haus? Ja. Ah, jetzt muss er wieder... wir haben nichts zu essen gefunden, nichts zu trinken. Ich mach mir da noch Sorgen. Oh, oh. Klick, klick. Nein! Daniel macht das schon. Daniel, streng dich an. Halt die Stellung. Super. Schön machst du es. Toll. Oh, dieser verdammte Kackzombie, der ist so hässlich. Oh, verreck. Schau du. Au. Hau mich nicht immer. Komm her, ich brüll dir was, du. Ja, hau ab. Daniel ist übrigens hochaggressiv, der schlägt gerne. Nee. Man hat ja gerade gesehen, wer angefangen hat, ne? Ja, jetzt wieder auf andere schließen, wa? Kleiner Penner, du. Daniel, wir sollten jetzt aber mal wirklich langsam nach Campus gehen und hier Verpflegung. Genau. Und danach gehen wir nach Clearview. Oder wollen wir direkt nach Clearview? Nee, Clearview ist weiter weg. Was brauchst du am meisten, essen oder trinken? Ist beides gleich. Wie gleich? Ja, ist noch so halb. Ja, dann kriegst du von mir nichts. Mein Essen ist auch halb voll. Hm. Wir laufen durch den schönen Wald. Wie ein Ausflug im Hinterhalt. Hier, ho. Es war mal ein Zombie-Vibe. Das schreit. Oh, Daniel. Hier, ho. Bleib stehen.
Auf keinen Fall, du kleine Giftpilzbirne, du. Jetzt hau ab, du kleine Schnapsnase. Jetzt verzieh mal von mir, hier. Ich schnapsnase dir gleich eine, du. Ja, da wird er aggressiv, da wird er aggressiv. So, komm her, ja. Als ich mal gesagt habe, in dem Infovideo, Daniel, du kleine Schnapsnase, ahoi, oder was ich da gesagt habe, da ist er dann stinkig geworden. Da ist er dann, ne? Wo hast du einen Zuckerprachtarsch doch? Ja, kannst du mal sehen, ne? Hat nicht jeder. Ich bin schon still. Entschuldigung, falls ich mal ein bisschen obszön werden sollte oder ausfallend. Ach, ich meine das gar nicht so böse. Auch wenn ich was Frauenfeindliches sagen sollte, das ist nicht so. Jetzt hör auf mich zu hauen, du Drecksau. Das ist halt Ivan. Das ist halt Ivan. Aber nur in Fachteilnehmenden. Ja, na, so redet er auch den ganzen Tag an seiner Familie, ne? Die Kinder werden mit Kackhaufen, mit Schweinefratze und wie benannt. Boah, das arme Kind. Nimm mal dein Kind Kackbratze. Ja. Alter, das ist fürs Leben ausgesorgt. Also, Herr Kackbratze, Sie haben uns hier beworben. Sie sind aber eine Kackbratze. Sie schauen auch aus wie jemanden, den man Kackbratze nennt. Ja. Kennst du das? Du schaust auch aus wie ein Ivan. Solche Sachen so. Du schaust aber nicht aus wie ein Daniel. Ja, wenn du dann später dann irgendwo bist und du wirst beim Arzt aufgerufen, Herr Kackbratze, da lachen alle dann. Boah, Alter, ich würde am lautesten lachen. Da bist du echt gestraft, wenn du so einen Namen hast. Mit dir zusammenzuspielen, da ist man schon gestraft, geduldet. Ja, das muss ich auch immer ertragen mit dir. Ich lache halt mal zum Sprechen, der Daniel übernimmt den Rest. Nee, meine Zunge ist irgendwie heute so ein bisschen kacke. Also nicht kacke direkt, sondern das würde komisch schmecken, ich weiß. Nee, die ist einfach nur so ein bisschen nicht gerade elegant heute, die ist. Bisschen pelzig, oder? Oh, du gehst mir auf die Nüsse. Ich hätte fast auf dich geschossen, dann wären alle Spieler auf uns aufmerksam geworden. Aber das Schöne an Infestation ist, man kann keine Spieler überraschen, weil die wissen alle sowieso 20 Kilometer, bevor man überhaupt da ist, dass man da ist. Also die haben so einen schönen Hack bestimmt, weiß jeder Spieler Bescheid, wo du bist, noch bevor du überhaupt dich eingeloggt hast. Das ist das Schöne an Infestation. Das stimmt. Anita. Wow, wow. Und hast du gestern den Film dir reingezogen? Ja, Mann, der Film war ja geil. Ja, ne? Oh, ich hasse ja eigentlich so Puppenkackfilme und so. Ja, ich dachte auch, jetzt, dann bewegt sich wieder die Puppe, dann rennt die wieder rum und schlachtet alle ab. Ja, ja. Nee, aber so. Ich stehe auf so Dämonenfilme und so. Ja. Bisschen Horror, so Grusel und. Oh, meine Freundin, ne? Ich habe mitten im Film, das wurde gerade spannend und ich habe ihr an Oberschenkel so ganz schnell gefasst, so richtig grob und ey, die ist mir fast an die Decke gesprungen. An der Einstelle, wo die eine Frau da im Zimmer stand und das sah so aus, als ob das Kind ein Kind mit Nachthemd auf dem Flur da, ne? Und dann angerannt kam, dann wurde die doch immer größer, ne? Oh, ich krieg gerade Gänsehaut, Drecksack. An der Stelle bin ich aber auch zusammengezuckt. Oder diese, was so krass war, wo sie diese eine Puppe am Bettkind da verhaut und dann kurz denkt, sie hat gerade ihr Kind getötet. Naja, übrigens, Leute, wir reden gerade von dem Film Annabelle. Genau. Kleiner Filmtipp, ist ziemlich cool, ist jetzt nicht sonderlich viel. Ihr könnt es jetzt nicht vergleichen mit Paranormal Activity, nur so ein bisschen. Das ist mehr so eine Mischung aus Insidious und, wie soll ich sagen, The Ward von John Carpenter. Absolut nicht zu vergleichen mit Chucky die Mörderpuppe, obwohl da auch eine Puppe, es um eine Puppe geht. Aber kann man nicht vergleichen. Oh Gott! Da ist die Riesensau. Mann, wir sprechen hier gerade von Horrorfilmen und ich höre, das hört sich halt bei mir so an, als wäre das direkt in meinem Genick, weißt du? Und ja, ich höre da eigentlich. So ein Softsack-Arsch. Hab ich auch gehört. Daniel, wollen wir ganz kurz hier einen Schnitt machen? Ja, können wir. Gut, dann sage ich hier an dieser Wo Stelle, danke fürs Zusehen. Ich bin hier rechts links von dir. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Infestation Survivor Stories. Alles klar. Und schön leise sein. Tschüss.